Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Gameboy Time, mal wieder jeden Dienstag auf diesem YouTube-Kanal oder ihr schaut es zufällig auf unserer Internetseite derchotv.de. Begrüße euch ganz herzlich zur letzten Präsentation. Nein, keine Angst. Also erstmal, ich will es immer erstmal erklären, was heute hier abgeht. So, erstens, es kann zu Tonproblemen kommen, denn ich probiere geradewegs ein bisschen mit anderen Mikrofonen aus, beziehungsweise mit einem Mikrofon, was gegen dieses Licht hier vorne nicht geradewegs so gut ist. Ihr kennt das wahrscheinlich noch von früher, so kann man das sagen. Da will ich ein bisschen rumexperimentieren, um zu gucken, wie das ist. Wahrscheinlich muss ich mir wieder ein neues Mikro kaufen. Zweitens ist das die vorletzte Sendung vor der Sommerpause, aber die letzte Sendung, wo wir ein Spiel spielen, beziehungsweise ein Spiel präsentieren, ein bisschen darüber reden, es anzocken und dann sagen können, wo ihr es kaufen könnt. Das ist ja Gameboy Time immer wieder. Nächste Woche, beziehungsweise nächstes Mal, gibt es dann die letzte Sendung vor der Sommerpause, die sich dann mit einem Hardware-Thema beschäftigt. Und da seid ihr auch wieder im Spiel. Ihr könnt, wenn ihr wollt, nämlich uns Vorschläge schicken, was wir an Hardware präsentieren sollen, beziehungsweise das Thema Hardware ist groß. Man kann sagen, ja, sag doch mal was über den Gameboy. Haben wir. Wir haben alle Gameboys durch. Das bedeutet, wir sind jetzt ein bisschen, sagen wir mal, am Verzweifeln. Oder was heißt, ich bin ein bisschen am Verzweifeln, um zu sagen, wie das Ganze dann halt auch aussehen soll. Ihr könnt mir Vorschläge schicken. Es kann Zubehör des Gameboys sein. Es kann etwas sein, womit man den Gameboy auf dem Fernseher spielen kann und so weiter. Also Emulatoren sollen jetzt so noch kein Thema sein. Das wird irgendwann mal kommen und da will ich es mal irgendwann mal machen. Aber es können auch, wie schon gesagt, so Themen sein wie die Geschichte des Gameboys, die Vorgänger, Nachfolger, Konkurrenten und alles. Und da werden wir uns nächste Woche beziehungsweise ab jetzt im Bereich Hardware halt drauf stürzen. Ihr könnt das Ganze, ihr könnt euch daran beteiligen, wie ganz einfach per E-Mail, per Kommentar und so weiter und so fort. Ihr könnt mir dort Infos schicken beziehungsweise auch Bilder und sonstiges, wenn ihr ein bisschen teilhaben wollt an dieser Sache mit Gameboy Time im Bereich Hardware. Spiele, Vorschläge gehen selbstverständlich auch und da würde ich mich auch riesig drüber freuen. Das heutige Spiel, was wir präsentieren werden, dazu kommen wir jetzt endlich mal, haben wir schon mal gespielt und zwar nämlich, besser gesagt, wir haben den ersten Teil, beziehungsweise die erste Version des Spiels, ja, ersten Teil, wenn ich erste Version sage, könnte man sagen, wir spielen ein Remake. Nein, wir spielen kein Remake und zwar nämlich, spielen wir die Fortsetzung einer berühmten Reihe, der Sonic Advance Reihe. Ja, und zwar spielen wir heute Sonic Advance 2 oder Sonic Advance 2, so könnte man das sagen. Rausgekommen im Jahr 2002 in Japan, Ende des Jahres, also zum Weihnachtsgeschäft, dann im März 2003, Anfang März in Nordamerika und Ende März dann hier in Europa, so auch in Deutschland. Das Ganze, klar, es ist Sonic, es ist Sega, von Sega, von Sonic Team und Dims, auch von THQ, man kann das ja auf dem Cover auch nochmal sehen, gemacht und ist der Nachfolger von Sonic Advance, was wir vor ungefähr einem Jahr hier schon mal präsentiert haben. Und das Ganze auch zweimal. Einmal ganz simpel als einzelnes Singlespiel und als 2-in-1 Spiel, denn zu Game Boy Advance Zeiten gab es ja sogar zwei Spiele in einem Modul. 2-in-1, so einfach nennt sich das. Und das haben wir dann auch einfach mal hier präsentiert, dann kam das Spiel halt zweimal vor. Ist eine Seltenheit hier bei Game Boy Time. Ein Spiel haben wir auch schon mal zweimal präsentiert. Und zum Ende dieser Sendung werde ich dazu gleich auch nochmal was sagen. Nicht wundern, ich bin verkabelt. So, das Mikrofon und Kopfhörer. Ich trage auch seit neuestem wieder Kopfhörer. Da werde ich mal irgendwann mal was dazu machen. Kommen wir generell zu dem Spiel an sich. Eggman, Dr. Eggman hat mal wieder sein Unwesen getrieben, hat kleine Tierchen entführt und die in Roboter verwandelt. Das ist das Ganze, was so dran ist. Zudem hat er aber auch sondern Sonics Freunde entführt. Und zwar nämlich Tails und Knuckles. Vielleicht kann man daraus irgendwie Trunks machen. Ich weiß es nicht. Ja, ist alles verdächtig. Nein. Kommen wir zurück zum Spiel. Dr. Eggman hat, wie schon gesagt, kleine Tierchen zu Robotern verwandelt und Tails und Knuckles entführt. Außerdem hat er noch jemanden entführt, was wir sowieso gleich nochmal sagen werden, denn wir werden heute dieses Spiel jetzt nicht durchspielen. Das wird jetzt hier kein Marathon oder so. Kein Baldi Versus. Sondern es wird ganz einfach nur ein Spiel sein, ein bisschen Angezocke sein. Und Sonic muss dann in 10 Leveln es schaffen,
die entsprechend dann auch wieder zu befreien, die kleinen Tierchen unter anderem. Aber das wird er auch so gesehen nicht alleine tun. So sieht es nämlich aus. Denn am Anfang ist klar, Sonic ist nur spielbar, aber weiter geht es dann auch nach dem Ende, nach dem Abschließen der ersten Zone, also der Zone 1, bekommt man dann Cream dazu, kommt zum ersten Mal hier bei Sonic Advance 2 vor, also war sonst nirgendwo anders zu sehen. Ab Zone 3, also ab der dritten Zone, ist dann Tails freigeschaltet, ab der Zone 5 dann Knuckles und es ist noch jemand entführt worden, zwar nämlich Amy. Ja, Amy, kennt ihr wahrscheinlich, der weibliche Igel, den man von da kennt. So sieht's aus. Dazu braucht man nämlich die 7 Chaos Emeralds, also die 7 Chaos Emeralds, Smaragde, die man braucht, um unter anderem sie dann befreien zu können. Man muss im Übrigen auch sagen, dass Knuckles in diesem Spiel nach langer Zeit auch wieder als Gegner auftritt. Das ist so ein kleines Trivia, was man so erwähnen kann. Die erste Begegnung nämlich mit dem Exhauser. Das ist unter anderem dabei. In 10 Levels muss sich Sonic durchschlagen und man kann dann halt auch mit mehreren Spielern das Ganze spielen. Sei es wie schon erwähnt, das Ganze ist ein Jump'n'Run, ist natürlich klar, kennt man von Sonic her und ist aber auch für 2 Spieler, also wenn jemand das Modul auch ebenfalls hat, beziehungsweise das Spiel auf dem Game Boy Advance, Game Boy Advance SP oder Game Boy Micro, einfach mit dem Linkkabel verbinden oder mit dem Adapter, was mit Infrarot oder so ist, dann mal einfach mal anspielen und fertig ist das Ganze. So einfach geht das und ja, da kann man sich halt darüber freuen, dass man das anspielen kann. Was wir jetzt auch endlich tun werden, worüber ich mich jetzt auch mal so langsam freue, denn einerseits muss ich jetzt mal gestehen, dass das jetzt hier Aufnahmeversuch Nummer 2 ist, denn beim Aufnahmeversuch Nummer 1 ist mir der Laptop nämlich abgekackt. Ich habe nämlich vergessen, ihn im Strom reinzusetzen, denn OBS und andere Programme, die hier laufen, ziehen sehr viel Strom, sehr viel Akku vom Laptop und deswegen muss ich jetzt hier, ist das jetzt so die zweite Chance und ich hoffe, die geht diesmal nicht schief. Wir schalten direkt ins Spiel. Ich muss auch noch einerseits mal erstmal noch den Emulator anschmeißen, das Ganze, und ihr seht das Ganze jetzt schon und dann starten wir das Spiel einfach mal. Nehme ich nochmal Resette und nochmal auf Pause drücke. So sieht das Ganze aus. Created by Sonic Team. Ich habe immer gedacht, das heißt Team Sonic. Sonic Adventure 2. Ja, so sieht es aus. Wir drücken Start. Man kann auch A drücken, glaube ich, oder? Nee, man kann nur Start drücken. So einfach ist das. Mehrere Spieler sind möglich, wie schon gesagt. Linkkabel und Modul muss man, beziehungsweise Gameboy mit Spiel muss man halt auch haben, um das Ganze spielen zu können. Wenn wir das Spiel zum ersten Mal starten, beziehungsweise wir haben direkt hier sofort 3 Optionen. Also wir können ganz normal klassisch ins Spiel reingehen. Wir können Time Attack machen, bedeutet die ganzen Strecken auf Zeit nochmal machen. Auch was ganz Besonderes geradewegs, weil Sonic ja so ein blauer, schneller Hase, wie auch immer. Und in den Optionen können wir auch gehen. Wir haben noch keine Spielerdaten an, also ich lasse mal auch alles so, wie es nämlich ist. Wir können nämlich Spielerdaten anlegen, einerseits auch Namen anlegen. Das tun wir jetzt einfach mal, damit wir gleich mal hier das Ganze auch ein bisschen uns nicht mehr antun. Das mache ich jetzt geradewegs schon zum dritten Mal. Nee, einfach mal so, Wadi. So, und dann können wir auch Zeit in den Rekord uns angucken. Ja, alles 9 Minuten, 59 Sekunden. Finde ich auch recht lustig. Und Versus-Rekorde gibt es noch keine. Also kann man das Ganze auch mal ein bisschen anders machen. Wir können auf Normal und Leicht spielen. Wir spielen einfach mal auf Normal. Das habe ich auch während der Probe gemacht. Wir können das Zeitlimit können wir ein- und ausschalten. Die Sprache können wir auch wieder ändern. Ihr seht es, Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch geht auch und auch Spanisch ist möglich. Wir können die Tasten konfigurieren. Wir können A umändern, wir können B umändern und wir können auch die rechte Schultertaste umändern. Wir spielen ja auf dem Game Boy Advance, da gibt es ja halt Schultertasten. Wir können Spieldaten löschen, wenn ihr von neu anfangen wollt. Und wir können auch komplett rausgehen und wir starten auch sofort und sind direkt, wenn wir das erste Mal das Spiel hier starten, in der Spielerauswahl. Wir haben nur Sonic, weil wir mit Sonic auch beginnen, also ist das nichts Neues. Die anderen müssen wir, wie schon gesagt, retten bzw. auch besiegen, also ist das nichts Neues. Und jetzt hoffe ich mal, dass alles gut läuft. So sieht das Ganze aus. Ihr seht unten links die Leben, ihr seht die Punkte und die Ringe, die wir einsammeln, die Zeit in der Mitte, die nicht gegen uns, sondern mit uns läuft. Mit A springen wir und mit B hauen wir sie auch weg. So kann man das ungefähr auch nochmal sagen. Also auch etwas ganz Besonderes. Ja, das war jetzt ein Fehler. Und wie schon gesagt, mit B greifen wir an. Und mehr müssen wir auch nicht tun. Also
Das ist einfach die Tatsache, was wir tun müssen. Und für die, die halt Sonic kennen und ihn immer noch lieben und lieben lernen, auch wenn dieses Spiel schon, sagen wir mal, fast 15 Jahre auf dem Buckel hat, freut es wahrscheinlich umso mehr, dass man damit dass man hier Sonic nun spielen kann. Was mich auch riesig freut, denn ich mag auch Sonic, obwohl ich ja eher ein Nintendo-Kind bin und kein Sega-Kind. Also mit Sega kam ich sehr, sehr spät erst in Berührung, was ich auch sehr toll fand. Und ihr seht jetzt hier, so, habt ihr jetzt gerade gesehen, so einen blauen Sonic, so einen richtig blauen Sonic. Da seht ihr es normal, ist quasi der Schatten, glaube ich. Also das hat nichts mit Zeitrennen zu tun oder so. Ne? Ihr seht's. Und zack. Guck mal, diesmal gelingt es mir sogar hier, ne? Also das ist schon wirklich nice. Ne? Und nochmal hier so, zack. Und nochmal hoch hier. Und nochmal und so weiter. Oh, das hätte ich jetzt nicht machen dürfen. Das hätte ich jetzt nicht machen dürfen. Komme ich da jetzt noch hoch oder? Jawohl, ich komme da jetzt noch hoch. Und nochmal hier. Und zack. Und wir sind durch. So einfach ist das. Ne? Nach 90 Sekunden noch nicht mal sind wir durch. Ringbonus 12.000. Also wir haben ordentlich Kohle jetzt weggehauen. Kohle, sage ich schon. Ordentlich Punkte geholt. Über 20.000 Punkte. Und direkt geht es sofort weiter. Wir haben sogar ein Leben dazu gekriegt. Wenn ihr unten links, wie schon gesagt, unten links steht die Lebensanzeige. Und das ist dann auch wieder was. Oh, ganz was Besonderes. So, hauen wir jetzt erstmal weg. Ihr seht, das sind normale Tiere, beziehungsweise das waren mal Tiere, beziehungsweise es sind jetzt Roboter, und wenn wir die halt weghauen, dann sind das auch wieder normale Tierchen. Und das sind dann halt nicht die Tiere, die sie sonst eigentlich jetzt so darstellen, kann man so sagen. Ne? So, jetzt ist mir das mal mit dem. Und hepp. Ah, was war das denn hier? Oh, jetzt sind wir hier wieder. So. Also sehen eigentlich alle Level so gleich aus, könnte man sich die Frage stellen. So gesehen ja, aber ich habe Sonic auch nie so häufig gespielt, muss man sagen. Ich habe ja mal Sonic Heroes gespielt auf dem GameCube. Das fand ich auch richtig cool. Da hatte man dann ja auch musste man so komische Sachen sammeln und alles, und da musste man halt auch Rätsel lösen. Oh, ich bin runtergefallen. Und was weiß ich nicht nur alles. Fand ich auch recht toll. Und guck mal, jetzt haben wir noch ein Leben gekriegt. 4 Leben jetzt schon. Also macht richtig Fun. Fun for everyone. Na, so. Brauchen wir wahrscheinlich jetzt ein bisschen länger. Oder sind wir schon durch? Ja, wir sind auch durch. Wieder mal unter 90 Sekunden. Also mal gucken, ob wir bis zum Ende vielleicht sogar kommen. Bis zum Ende des ersten Spiels, kann man quasi sagen. Mal gucken. Oh, Boss Attack. Oh, jetzt kommt's. Gegen wen müssen wir jetzt? Ah ja, genau, gegen den. Das heißt. Ah, scheiße. So, wie muss ich das jetzt machen? Genau, mit B angreifen war das. Ja, genau, das war es ja auch noch. Ah, nee, oh. Muss mich ein bisschen ja hier beeilen. Ah ja, einmal muss ich draufhauen. Ah, nee. Gut, der Hammer haut nicht immer wieder weg. Das heißt, mit B muss ich auch angreifen und auch näher rankommen. Ui, das war jetzt doof. Da muss ich nämlich ein bisschen immer aufpassen. Ah, Mix. Fiki. Nein, vorhin ging es jetzt geht es gar nicht mehr. Jetzt muss ich auch aufpassen. Brauch Ringe. So, und jetzt aber. Komm. Boah. Ich bin halt nicht mehr so schnell, ne? Scheiße. Das ist doof. Alter! Nein! Oh, warum mache ich immer sofort weg? Ne? Ich muss da hin und dann drauf springen. So, das haben wir jetzt einmal hingekriegt. So ein bisschen hier noch ein paar Münzen sammeln. So, und jetzt hier nochmal drauf. Ah, scheiße, auf den Hammer direkt. Ich muss so zwischen dem Hammer auch noch kommen. Also direkt hier. Ja, also man sieht, Eggman fährt auch sogar rückwärts. Dass er sogar rückwärts fahren kann. So, jetzt nochmal. Zack. Ei, jetzt hat er mich getroffen. So, jetzt komm. Und boom. Und, ah, verdammt. Ja, komm. Ah, so gegenseitig getroffen. Jetzt muss ich aufpassen, So, jetzt wieder schneller. Jawoll.
Ja, Mist. Okay. Hat nicht so gut funktioniert, hat ein bisschen länger gedauert. Aber mal schaut mal, wen ich jetzt gerettet habe. Und zwar nämlich Cream habe ich gerettet. Boss destroyed. Ja, nicht so gut. Also andere können es wahrscheinlich besser. Wow, du bist der berühmte Herr Sonic. Naja, Herr Sonic würde man auch nicht sagen. Ups, jetzt habe ich ein bisschen zu schnell hier gesetzt. Mama ist immer noch in Schwierigkeiten. Ich muss ihr helfen. Du kannst jetzt als Scream spielen. So, jetzt können wir Cream jetzt auch spielen. Bedeutet, ihr seht es jetzt, hier ist unsere Map unter anderem. Und ihr habt unten auch gesehen, 7 freie Felder mit den Chaos Emeralds, also mit den Chaos Smaragden, die wir sammeln müssen. Ne? Ui, ah, da ging schon mal sehr schlecht los. So. So, müssen wir auch hier ein bisschen mal hinbekommen. Müssen wir auch mal sehr gut spielen. Tun wir eigentlich, ne? Und das ist normal, muss man ja auch mal so sagen. Ne? Ah, Mist. Verdammt. Das ist ein bisschen schade. Da war jetzt Schutz für uns, aber den Schutz... Ah, da müssen wir jetzt nochmal schön mit Schmackes nochmal hoch. Und jetzt mit Schmackes! Und da springe ich halt weg von. Warum? Oh. Badi, du bist so ein... Genau, so, okay, das ist jetzt nichts gewesen, aber... Auch egal. So. Das war jetzt noch... da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Alle Ringe, die ich gesammelt habe, weg. So, zack. Schon wieder. Wenigstens so jetzt weggehauen. Und zack, da sind wir jetzt wieder mal schneller als unser Schatten oder was das auch immer ist. Ich schätze mal, das ist unser Schatten gewesen. Ja, viele können auch einfach sagen, du hast keine Ahnung von Sonic. Ja, ich spiele es ja auch nicht. Doch, schon, aber... Das hätte auch in die Hose gehen können. Das hätte Fahrradkette in die Hose gehen können. Das brauchen wir sogar mal ausnahmsweise mal länger. Oh mein Gott, ich würde das Ding noch weghauen. Naja, hat wieder mal nicht funktioniert. Schön Pünktchen. Jetzt hier, wusch! So, wenigstens Checkpoint. Das heißt, wenn wir mal zufällig draufgehen sollten, kann auch nicht passieren. Wow, wie schnell wir sind. Ne? Ein bisschen, wow. Okay. Ja, das war jetzt... Scheiße. Und... Nein! Oh, jetzt trotzdem noch... Na, ja. Nein, oh nee, andersrum. Hallo. Ah. Die Mucke ist auch cool, ne? Nochmal. Alter, komme ich da nicht mehr hoch? Ist das jetzt etwa mein Ende für heute? Also ich kann auch so gut 2 Minuten noch spielen. Alter! Na gut, ich komme da anscheinend nicht hoch. Dann, müssen wir woanders hin. Weil ich glaube, woanders können wir nicht. Na, so. Jetzt machen wir nochmal. So. Oh. Ja, jetzt! Ich habe nur der Anlauf gefehlt. Ist halt scheiße. So. Und da werden wir wieder mal hier durchgeschleudert. Ah. Ich muss mich auch ein bisschen konzentrieren, ne? Weswegen ich auch weniger rede. Aber ich muss auch was zum Spiel sagen. Das Spiel an sich macht richtig Fun. Also, wer Sonic nicht mag, ich weiß nicht, was mit denen los ist. Also, jeder hat seinen eigenen Geschmack, kann man so sagen. Also, ich finde es wirklich super, das Spiel. So viel kann ich dazu schon mal sagen. Okay, SP-Ringe habe ich keine geholt. Ist auch ein bisschen schade drum. Ja, Hotcraft, da machen wir noch ein Level. Ich glaube wohl eher nicht. Deswegen würde ich mal sagen, wir drücken mal hier auf Pause und beenden die ganze Chose mal einfach mal für heute. Beziehungsweise wir gehen mal aus dem Spiel auch mal wieder raus, sind wieder hier. Jetzt seht ihr auch ein bisschen, meine Haare sind wieder ein bisschen zerzaust. Ist normales Standard. So sieht's aus. So, und kommen natürlich auch
wie immer in dieser Sendung zu unserer kleinen Empfehlung bzw. zu unserer kleinen Rubrik, wo kann ich dieses Spiel im Originalmodul käuflich erwerben? Ich sollte dafür mal einen Bumper basteln. Oder basteln lassen, je nachdem, keine Ahnung. Ja, wie immer könnt ihr dieses Spiel euch käuflich erwerben. Klar ist, die sind meistens teuer. Das sind alte Gameboy-Spiele, also recht alte Gameboy-Spiele, die über 20 Jahre alt sind und sehr wertvoll bzw. sehr bekannt sind, aber auch wertvoll sind. Die kosten schon Schweinegeld. Also wer jetzt von euch nicht geradewegs so einen Haufen voller Gameboys, also Gameboy-Sammlung hat, also sogar jeden, also nicht auch noch jeden Besitz, sondern sagt, ich habe einen Gameboy, den alten Gameboy, den Gameboy Pocket, so wie ich, den habe ich jetzt hier liegen beispielsweise, oder nur drei Module sind übrig geblieben von insgesamt 10 Spielen oder so. Und wer jetzt zufällig geradeweg so nach hinten guckt und dann sich seine Sammlung anguckt, der sollte jetzt ein bisschen aufpassen, denn ich habe auch mal wieder was für euch, wo ihr dieses Spiel euch käuflich erwerben könnt. Und zwar, Dankeschön, es hat ein bisschen gedauert, weil OBS anscheinend heute auch wieder mal seine Tage hat. Bei der Hitze ist es auch normal. Bei Amazon mal wieder nachgeguckt. Bandai Namco heißt ja die Firma heute. Und das ist Sonic Advance 2. Hier seht ihr auch, hier könnt ihr unter anderem mit Tails spielen. Das ist so als Bild eingelistet. Und ihr seht hier unter anderem dann auch, was ihr spielen oder wie viel es kostet. Ab ungefähr 9 Euro könnt ihr euch das Spiel also holen. Ohne Versand, mit Prime, ohne Prime. Das steht alles hier drin. Achtet bitte auch drauf, was mitgeliefert wird. Das teuerste ist 19,99 €. Also das ist geradewegs sehr günstig. Also ihr seht auch Konsolenkost Berlin. Also müssten auch die Leute, die netten lieben Leute von konsolenkost.de auch noch ihre Spiele haben, beziehungsweise auch noch Spiele davon haben. Aber meistens sind sie schnell vergriffen und da kosten sie auch etwas mehr. Also achtet bitte drauf. Ihr könnt auch bei eBay gucken. Aber wenn ihr wirklich auch Informationen dazu habt, wo ihr dieses Spiel euch auch käuflich erwerben könnt, günstiger und wenn sogar auch noch gut erhalten, in die Kommentare damit den Link und sonst halt dann auch gerne per E-Mail an thegameboytime@derchotv.de. Da sollte ich mal wieder reingucken, weil ich es nicht in meinem E-Mail-Postfach auf Thunderbird gespeichert habe. Mal schauen. Sollte ich mal wieder machen. So viel dann zu Sonic Advance 2. Wie schon gesagt, geiles Spiel. Also ich würde es auch immer wieder gerne spielen wollen und bin halt in dieser Sonic-Materie nicht so drin wie bei Super Mario oder bei Pokémon. Also es ist immer wieder wert, es lohnt sich immer wieder, dieses Spiel zu spielen. Also seid immer wieder mit von der Partie. Und das auch bei diesem Format. Nächste Woche, wie schon gesagt, letzte Sendung vor der Sommerpause. Und da gibt es dann, sei es erwähnt, dann auch noch schön einen Hardware-Tipp. Was es sein wird, das steht noch nicht so richtig fest. Ihr könnt Teil darüber auch sein von diesem Thema. Also wenn ihr Informationen zu diesen und diesen Sachen habt, also zum, wie der Game Boy beispielsweise entstanden ist, beziehungsweise zum Vorgänger, zur Game & Watch Serie werden wir auch noch was machen wollen oder werde ich auch noch was machen wollen. Dazu dient auch sehr gut Game & Watch Gallery 2, aber auch ein Nintendo DS Spiel mit dem Namen Game & Watch, also hat auch was mit Game & Watch zu tun oder so oder das alles. Unten steht eine E-Mail-Adresse eingeblendet, gamewatcher@derchotv.de. Ihr könnt aber auch gerne mir privat schreiben an waldi@derchotv.de. Das geht auch. Und was jetzt geht, ist nämlich der Schlusssatz für diese heutige Sendung. Das war's für heute. Nächste Woche, nächstes Mal, wie schon gesagt, ein Hardware-Thema, was es sein wird, das da halte ich noch, euch noch auf die Folter, spanne ich euch noch auf die Folter, wie auch immer. Sprechen habe ich nie gelernt. So richtig. Auch nicht vor der Kamera, aber was soll's. Sehen uns nächste Woche wieder, hier bei Gameboy Time. Andere Formate gibt's natürlich auch hier bei Dercho TV auf YouTube. Sei es unsere beiden Let's Plays, unseren Twitch-Stream gibt's ja auch noch. Also da könnt ihr auch reinschauen, twitch.tv/derchotvlive. Wir haben ja wieder vor, ein bisschen mehr, künftig mehr zu zocken. Und da wird sich dann auch nach der Sommerpause auch ein bisschen was ändern in Sachen Streaming. Sonst sage ich mal einfach mal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder bei Gameboy Time. Und genießt die Tage, genießt das Spielen auf dem Gameboy. Bis dahin, tschüss.